Ich bin Emmett Milano. So, herzlich willkommen. Mehrfach ausgezeichnet wegen herausragender Forschungsergebnisse in Kleptologie. Von mir klaut niemand. Also, herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit mit euren Apodev. Ja, und wir reden ganz normal mal mit dem grimmigen Mann in Grün. Entschuldigung? Bei St. Patrick. Was denn noch, du gieriges Ball? Eigentlich suche ich nach einem Zauberspruch. Hier wirst du zumindest keine Magie finden. Es hat sich Ratzekarl ausgezaubert. Ich kann es nicht mehr. Wieso denn das? Sehen diese vermaledeiten Mundwinkel besonders überzeugend aus? Ohne Regenbogen sitze ich hier fest. Wenn ich schlechte Laune habe, kann ich keine Regenbögen machen. Kein Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Kinkerlitz hier, du Kartoffelnase. Da braucht ihr schon etwas Besonderes, um meine Laune wieder hinzubiegen. Etwas ganz Besonderes. Alles klar. Wir haben doch diesen wunderbaren Pokal bekommen. Da ist was eingraviert. Peter Maus Trophäenparadies. Erfolgsmomente zu Schleuderpreisen. Oh, der sieht alte nicht sehr glänzend ist nicht mehr aus. Für viel gut. Wir dürfen jetzt einfach mal ins Trophäen zerstören. Oh, was erblicken meine müden Augen da? Ist das Silber? Ein klitzekleines Silberbecherchen? Fliegendreck und Hackepeter, das ist ja so stumpf wie ein Teertopf. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Die Trophäe ist nicht glänzend genug. Hab schon gesagt. Ich bleibe mal mit dem Lappen drüber. So, einfach ein bisschen polieren. Perfekt. Huch, boah. Die Flagge ist beim Polieren zerbröselt. Dann wollen wir mal. Oh, was für schönes Wetter hier draußen. Ah, die Waldmeisterlimonade ist besonders erfrischend aus diesem blank polierten Silberpokal. Ich habe ihn mal in dieses Fenster gestellt und schaue nun in die entgegengesetzte Richtung und lasse mich von der grünen Landschaft ablenken. Was leuchtet denn da? Ein klitzekleines, blitzeblankes Silberkrügchen? Oh, eine Schönheit der grünen Insel würdig. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen. Die Welt ist immer noch schön. Mutter, Emmett kommt heim. Halt! Ich muss doch noch einen Zauber lernen. Wir gehen einfach mal hier rein. Oh nein, wieder ist er verschwunden. Aber diesmal für immer. Auf dem Regenbogen kann ich nicht reisen. Was mache ich denn jetzt? Es liegt Magie in der Luft. Zum Greifen nah. Aber er ist weg. Und ich habe nicht einmal gesehen, wie er den Regenbogen herbeigezaubert hat. Deine Antwort liegt im Regenbogen selbst. Er wird sich bald wieder auflösen. Beeil dich! Wow! Die Farben! Er sieht fast aus, als ob man ihn berühren könnte. Das kannst du. Das musst du. Berühre ihn. Damit ist das Spiel gerade erstmal abgekackt. Na, klasse. Bis gleich. Aber diesmal für immer. So, das sind wir wieder. Auf dem Regenbogen kann ich nicht reisen. Tut mir leid, aber das Spiel ist einfach abgekackt. Es, aber dein Erwin. Wow, er sieht das Katas. Jetzt. Zauber Nummer 2. Du hast einen Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und lege auf den Zauber Grünwuchs auf dem Zauberstab. Ich dachte, sie wären nur eine optische Illusion. Durch die Kraft des magischen Regenbogens hast du deinen zweiten Zauber gelernt. Mit ihm kannst du es regnen und grün sprießen lassen. Wow! Diese Hand wasche ich nie wieder. Kehre zurück zum Portal. Da du den Zauber dieses Ortes erlernt hast, steht dir das Portal wieder offen. Aber beeil dich.
Was liegt denn da? Noch so eine Karte. Genau so ist es. Ob der Grünhut die verloren hat? Garantie. Das bin doch ich da drauf. Mit irgendeinem Hund. Seltsam. Aber ich erinnere mich gar nicht daran. Komisch. So. Jerry hat den Grünwuchs erlernt. Den Zauber der grünen Insel. Zwei Zauber verbleiben, zwei Portale, die gefunden werden wollen. Alles klar. Wir machen uns mal wieder zurück nach Mauswald. Und lassen gleichzeitig diese wunderbare Musik hinter uns. Wiedersehen, regnerische grüne Landschaft. Komisch, aber ich glaube, ich werde den kleinen Mann mit dem Hut vermissen. So. Und da sind wir wieder. Hier ist es immer noch Nacht. Und jetzt? Noch ein Nagel. Was war denn das für ein Geräusch? Wieder der Mann. Jerry, bist du das? Wer war das denn? Hat er meinen Namen gerufen? Vielleicht werden wir es bald erfahren. Doch viel Zeit ist uns nicht gegeben. Der zweite Nagel ist eingeschlagen. Der zweite Nagel? Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Es hält sich das Gerücht, dass ein Fuchs bei Nacht durch die Felder von Mauswald streift. Er ist nicht aus dieser Welt. Ein Fuchs? So. Das klingt gefährlich. Aber wir gehen erstmal hier rüber. Hier ins Rathaus. Gucken wir nochmal fix ins Tagebuch. Man munkelt, ein Fuchs sollte sich bei Nacht im Mauswald herumtreiben. So, erstmal raus und wir begeben uns mal in Richtung Magier, weil wir mal unser Felswissen auf die Steinstähle aktivieren. Alle Tropfen finden kann. Und genau dahin mache ich mich jetzt auf den Weg. Zu den letzten 4 Tropfen. Durch unseren neuen Zauber schaffen wir das jetzt. Also, einmal raus aus der Stadt. Im Hintergrund leuchtet das noch so schön. Durch die Felder. Legen wir erstmal die Wassernuss auf diesen überfluteten Weg. Das mache ich besser bei Tag. Ach so. Na, da reden wir aber wenigstens mit dem Waldschrat. Weil er gerade schon mal hier ist. Oh. Hallo, du. Wusstest du, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich ist? Mein alter Freund, der Mond, hat aber nichts mit dieser Überflutung hier zu tun. Und auch nicht mit den wilden Krähen, die diese Gegend am Tage heimsuchen. Siehst du die Lichter jenseits des Flusses? Dort liegt der Anfang der traurigen Geschichte für die Tiere von Mauswald. Ich hoffe, dass sie ein gutes Ende hat. Können wir nicht etwas tun, um zu helfen? Ich fürchte, das liegt nicht in unseren Händen. Aber warte, lass mich dir eine schöne Geschichte erzählen. Aus den Zeiten vor der Überflutung. In ihr besucht der alte Magier von Mauswald das Postamt am Fluss, lange bevor dieser über die Ufer trat. Möchtest du sie hören? Der Waldschrat hat ja eine Geschichte gegeben. Um sie dir anzuhören, klicke auf Bonussammlung im Inventar. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames.
Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind, verloren gegangene Anfänge und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. So, gucken wir uns mal unser Buch an. Weil er ja die Nuss nicht bei Nacht platzieren möchte. So, die Nuss einmal auf den Weg legen. Mal sehen, wie viel Wasser diese famose Wassernuss wirklich saugen kann. Die Nuss hat Wurzeln geschlagen, aber wirklich viel Wasser hat sie jetzt nicht weggesaugt. Herr Kirchenmaus hat gesagt, dass die erwachsenen Wassernussbäume ganze Teiche leer saugen können. Aber ich kann den Baum jetzt nicht jahrelang beim Wachsen zusehen. Das stimmt allerdings. Aber deswegen haben wir unseren neuen Zauber. Vielleicht können wir dem kleinen Wassernussbaum etwas unter die Arme greifen. Wow! Das ist die richtige Einstellung. Liebe Zuhörer, Gräber hat sich wieder ausgebuddelt. In einem Stück und knochentrocken. Wir fahren also fort mit unserem Programm auf Wellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Wir beginnen wie immer mit meiner Lieblingsmusik. Tanzt sogar Jerry dazu. So, aber erstmal zu den wichtigen Sachen. Noch so ein Aufkleber. Einen Aufkleber, wo wir schon alle haben. Hier haben wir einen Tropfen. Noch. Und hier haben wir einen Tropfen. Das heißt, jetzt fehlen bloß noch zwei. Wir gehen wieder in den Wald. Und benutzen unseren Grünwuchs auf den Pilzen hier. Na, mal sehen, ob das klappt. Und bitteschön, eine Treppe. Ich geb's zu, ich bin von mir selbst beeindruckt. Noch besser wäre natürlich eine Pilzrolltreppe gewesen. Ja, das kannst du aber als Lehrling noch nicht. Von daher erstmal hierher gehen. Ui. Ganz schön hoch hier. Und kalt. Und kalt. Oh. Was ist denn das für einer? Ein gruseliger Mottenmann. Und der Eingang hinter ihm sieht auch seltsam aus. Er scheint förmlich zu flüstern. Jerry, komm näher. Ich habe ein Portal verschluckt. Erstmal die Tropfen. Noch einer. Und? Ich glaube, das waren alle. Jawohl. Und jetzt begeben wir uns nochmal zum Haus des Magiers. Oder zum Bahnhof kann man jetzt auch nennen. Je nach Laune. Na, du alte Hallo, Nase. Jerry. Na? Garten, Schrank. Wann warst du das letzte Mal in Anjas Café? Überall Krümel und Reste. Wiesentümpel. Anja ist andauernd am Putz. Kalter Baum. Alles Explodieren klar. Also, auf geht's. Ja, halt hinter das Rathaus. Bis später. Und wir gehen mal zu der Steinstele. Das ist jetzt eine Premiere für mich, weil ich selber auch noch nicht alle hatte im Privatspiel. Du hast alle Tautropfen gefunden. Es formt sich ein Bild. Die Stele gibt ihr Geheimnis preis. Das ist ein Junge.
So alt wie ich? Und der Lehrer? Es gab jemanden vor dir. Vor mir? Was? Wer ist das? Er ist der Verbannte. Der letzte Schüler des Marquis de Hotho. Was? Hallo? Dein Lehrer darf nicht davon erfahren. Noch nicht. Aber was bedeutet das denn jetzt? Hallo? Herr alter Magier? Keine Antwort. Wieso wurde denn das Bild eines Schülers des Marquis aus dem Raum verbannt? Und wieso der Letzte? Ich bin doch der Letzte. Zumindest im Moment. Nein, du bist der Aktuelle. Der Letzte. Nee, ich war was noch nicht. Auf jeden Fall ist das schon krass. Das ist ein Junge, der hat den. Und er hat noch eine Wies. Mal gucken, was die Stele mir sagt. Der Tropfen sind zurück. Aber warum ist es eine Schande, dieses Bild zu tragen? Das ist eine gute Frage. Wir gucken mal fix in unsere Erfolgsbonussammlung. Und da sehen wir müssen bloß noch 4 Waldschratgeschichten finden und wir müssen alle, die ich hier auf der Liste stehen habe, noch im Quartett besiegen. Und das wären Kitsune, Anja, die tanzende Maus, Konrad, Ursula, Jonathan, Steinberg, Junior, Igelbrüder, der Gartenhase, Plato, Edith Eichhörnchen, ein Poet und eine gewisse Alice. Ja, und dann hätten wir das auch zusammen. Und ich verabschiede mich aber erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge nicht zu sehr gelangweilt mit den Quartettspielen. Und Hämmern werkeln jeden Tag. Halt die Klappe. Und ganz genau wie euch hat das Geheimnis ein bisschen überrascht. Also, wir sehen uns morgen denn. Macht's gut und Orido!